Hier schaut der Nebel TV mit dem ViewSonic WOT 132 Laptop. Das haben wir schon auf ein paar Messen gesehen. Hier sind die Anschlüsse. Es hat ein Nvidia Ion 1 GPU, kann aber 3D-Videos auch wiedergeben, dank mit den Nvidia-Brillen. Ein Atom 330 Dual-Core-Prozessor. Wie ihr sehen könnt, wir haben eine WLAN-Antenne hier an der Rückseite, vier USB-Anschlüsse, DVI, HDMI, Netzwerkeingang sollte Gigabit sein. Dann an der Unterseite haben wir noch einen Antennenanschluss für eine Fernbedienung, denke ich mal. Stromeingang. An der Unterseite ist ein Lüfterausgang, der aber nicht zu laut sein sollte. Und dann haben wir natürlich noch an der Front Kopfhörer, Mikrofon, Multikartenleser, noch zwei USB, also insgesamt 6, ein paar Status-LEDs und ein Standby- und Powerschalter. Diese andere weiße Box, die ihr hier sehen könnt, die ist dafür da, dass man auch ein externes Laufwerk anschließen kann, wie ihr hier sehen könnt. Dieser wird per Magnet hier befestigt und über USB bzw. noch einen Stromanschluss dann angeschlossen. Wie ihr sehen könnt, Magneten, ihr könnt das Ganze einfach hier oben drauf setzen, zurechtdrücken und schon hat man eine Box, die auch DVDs mit einem Slot den Laufwerk abspielen kann und die so ähnlich ausschaut wie eine Nintendo Wii. Von der IFA 2010, das war die ViewSonic WOT 132 Box, sollte bald in Deutschland mit einer 132 GB Festplatte mit Betriebssystem oder ohne erhältlich sein für ungefähr 300 Euro. ViewSonic aus England bemüht sich, einen Reseller zu finden, aber die Konkurrenz durch Acer und andere Firmen ist groß. Vielen Dank fürs Zuschauen von der IFA 2010. Ich bin Balazs Gahl für NRW TV.